Regensburg gegen Rosenheim in der DEL 2. Ein schönes, feines bayerisches Derby. Da schlägt das Eishockeyherz der Regensburger und Rosenheimer Fans schon ein wenig höher und schneller. Die letzten 40 Sekunden in dieser Partie laufen. Regensburg liegt mit 3:4 zurück, hat den Torhüter herausgenommen. 0-1, 1-1 Divisch, 1-2, 2-2 Divisch, 2-3, 3-3 Trivino. Die Regensburger versuchen jetzt nochmal alles. Und dann waren sie mit 3:4 in Rückstand geraten. Und diesem Rückstand laufen sie jetzt verzweifelt hinterher. Noch 20 Sekunden in dieser Partie. Regensburg gegen Rosenheim. Sie versuchen alles, die Eisbären. Und dann ist die Partie nochmal unterbrochen. Die letzten 9 Sekunden laufen, die Eisbären brauchen den berühmten Lucky Punch. Sonst ist die Heimniederlage perfekt. Sie versuchen es noch einmal, aber nur noch 2 Sekunden und die Partie ist zu Ende. Regensburg verliert gegen Rosenheim 3:4. Bei mir ist jetzt Lukas Heger. Lukas, letztendlich unglückliche Niederlage nach Aufholjagden ohne Ende. Ihr habt alles gegeben. Ja, es hat am Ende leider nicht mehr ganz gereicht. Ich weiß auch nicht, das ist natürlich jetzt extrem bitter. Die Chancen waren auf jeden Fall da, das Spiel noch umzudrehen oder zu gewinnen, aber hat heute nicht sollen sein. Dankeschön, Lukas Heger.